Guten Tag, ich begrüße Sie hier zu meinem Vortrag über die einfache Produktion von Online-Sprachtrainings. Mein Name ist Konrad Rennert und ich bin Geschäftsführer der Blue Pages GmbH. Der Vortrag ist angereichert mit einem Fallbeispiel, aber das werden Sie dann auch gleich sehen. Die Ausgangslage beim Start des Projekts, das war die Kostenabschätzung für die Bewerber um deutsche Studienplätze. Vor allen Dingen die Kosten, die ihnen entstehen, wenn sie dann hier nach Deutschland kommen und dort erst die Sprache lernen müssen, um zu studieren. Da steht als erstes die deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang an. DSH.de, da kann man dann mehr erfahren. Das, was Sie im Hintergrund sehen, ist ja die Startseite. Diese deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang, die müssten natürlich deutsche Studenten nicht ablegen, weil sie haben ja die allgemeine Hochschulreife und das schließt natürlich die Befähigung ein, dass sie dem Studium natürlich auch folgen können. Das heißt, dass sie verstehen, was die Dozenten dort vortragen. Das ist aber nicht gegeben, wenn jemand aus dem Ausland kommt, wenn er nicht Deutsch als Muttersprache spricht. Ich habe hier aus der Wikipedia-Seite die wichtigsten Punkte herausgenommen, die dort Gegenstand der Prüfung sind. Wichtig ist das Verstehen und Bearbeiten wissenschaftssprachlicher Strukturen. Wichtig ist auch das Verstehen und Verarbeiten von Hörtexten und das Verstehen und Bearbeiten von Lesetexten. Die vorgabenorientierte Textproduktion ist natürlich auch ein wichtiger Punkt bei Prüfungen. Damit man nicht völlig unvorbereitet in die Prüfung hineinstolpert, gibt es einige gute Beispiele, das sind Prüfungen aus früheren Jahren. Und da habe ich hier von der Uni Dortmund habe ich hier etwas gefunden, auch von Duisburg-Essen und einigen anderen Städten. Hier sind natürlich nur die ersten genannt. Da gibt es Texte, die dann angehört werden in Form von Vorträgen. Dann wird das Lesen abgeprüft von Text und darauf aufbauend gibt es dann Aufgaben. Und es müssen natürlich auch Texte geschrieben werden, kurze Texte, sofern das also die Dauer der Prüfung zulässt. Man sollte sich das einfach mal anschauen, das will ich jetzt nicht weiter vortragen. Für diejenigen, die das dann hier im Land machen wollen, die Vorbereitung auf die Prüfung, gibt es eine ganze Reihe von Angeboten. Nach meiner Einschätzung als Dozent, was ich ja jahrelang war, ist das auch recht preiswert, was hier angeboten wird. Das sind eigentlich nicht die Kosten, die da eigentlich anfallen. Viel wichtiger ist das, was man dann berücksichtigen muss, wenn man hier ein halbes Jahr in Deutschland ist oder ein Jahr, um sich auf die DSH-Prüfung vorzubereiten. Das sind nämlich noch zusätzlich 1.000 Euro pro Monat, die etwa anfallen. Das kann ich sagen, weil ich das von meinen chinesischen Mietern weiß. Ich habe drei in einer meiner Wohnungen untergebracht und da habe ich also mit denen gesprochen. Nicht nur die Miete kenne ich ja, die sie zahlen mit Nebenkosten. Da kommen natürlich auch noch die anderen Aufenthaltskosten dazu, zum Beispiel Bahnfahrt oder Zugfahrt oder Stadtbus und natürlich Essen und Verpflegung. Und da kommen schnell 1.000 Euro im Monat zusammen. Fazit dieser Ausführung ist nicht die Kosten, die hier die Anbieter nehmen, sondern die Aufenthaltskosten, die machen das für die Eltern richtig teuer. Und da ist eine Option, die man in Betracht ziehen sollte, eine Kombination aus E-Learning und Videokonferenz mit Muttersprachlern. Und da könnte man also durchaus 10.000 Euro in der Größenordnung etwa ist das einsparen. Man sollte mediendidaktische Aspekte berücksichtigen. Dabei bezieht man die Medien ein, die da in Frage kommen und natürlich auch das Wissen um Lernen und um Lehren. Wichtig ist, dass man sich damit beschäftigt, was macht das spannend? Der Inhalt, der ist nämlich sehr wichtig. Trägt er zum Verständnis über Land und Leute bei? Spricht er die Emotionen der zu uns kommenden Studenten an? Fördert das, was da angeboten wird, den Kompetenzerwerb? Kann das, was man da gemeinsam gestaltet, dazu beitragen, dass man einen höheren Behaltenseffekt hat, dadurch, dass das von Schülern selbst gestaltet werden kann.
nutzt man die Möglichkeiten von Multimedia und ist das, was dann produziert wird, auch auf Smartphones und PCs abrufbar. Die Lehrer, die daran beteiligt sind, da muss man dran denken, haben die Kenntnis über die notwendige Technik, sind sie freundlich und respektvoll, strahlen sie Autorität aus und können sie den Lehrstoff vermitteln. Und das ist natürlich auch immer im Zusammenhang mit der Technik zu sehen. Als Schüler kommt auch nicht jeder in Frage. Sie müssen schon Vorwissen der deutschen Sprache haben. Sie müssen selbstständiges Erarbeiten von Zusammenhängen gewohnt sein. Sie müssen Lust auf Kreativität und Gestaltung haben. Und sie müssen, damit Kommunikation gelingt, natürlich auch zum vertrauensvollen Austausch bereit sein. In diesem Zusammenhang habe ich mit dem Studenten Yuang Chu ein Fallbeispiel erstellt. Ich unterhalte mich in dem Fallbeispiel mit ihm über Freizeit in Deutschland und in China. Bevor wir anfangen konnten mit dem eigentlichen Freizeitvideo und den damit einhergehenden Unterrichtsmaterialien, war erstmal nötig, dass das Know-how transferiert wurde. Yuan sollte ja alles möglichst selbst machen. Er hat schon einen handelsüblichen PC aus China mitgebracht, der auch geeignet ist. Und wir haben uns dann Gedanken gemacht, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit diese Kompetenzen vermittelt werden können. Die erste Voraussetzung ist, dass auf dem PC des Studenten die 30-Tage-Testversion von Camtasia aufgespielt wird und er damit arbeiten kann, um das Handling eben zu beherrschen. Das hat er dann auch in 6 bis 10 Stunden geschafft. Dazu gibt es ein Videotraining, was alle notwendigen Funktionen vermittelt. Natürlich war auch noch eine persönliche Einweisung nötig, aber bei dem Videotraining, was in Deutsch zur Verfügung steht, konnte man also eine ganze Menge lernen. Und das ist natürlich immer wichtig, dass man sich das möglichst selbst erarbeitet. Dann steht im zweiten Schritt an, nachdem das Video dann aufgenommen und geschnitten war, dass man das Interview transkribiert. Damit das gelingt, braucht der Schüler einen Basiswortschatz und kann für die Worte, die er nicht beherrscht, ein Online-Wörterbuch nutzen. Zum Beispiel Leo Org oder Langenscheid kommt da in Frage. Das Lernziel dabei ist, dass man da ein umfassendes Verständnis des gesprochenen Wortes und dessen Verschriftlichung und Übersetzung in die eigene Muttersprache bekommt. Das heißt, man muss genau zuhören, was da gesprochen wird, und man muss überlegen, habe ich das dann auch richtig verstanden und kann ich das natürlich, wenn das erstmal als deutscher Text vorliegt, auch in meine Muttersprache übersetzen. Hier sehen wir ja so ein Beispiel. Links stehen im Gelben erstmal die Zeiten, von wann bis wann die Texte einzublenden sind. Dann stehen die da in Deutsch, so wie sie wirklich gesprochen wurden. Und daneben noch die chinesische Übersetzung. Und in der dritten Spalte angedeutet noch das, was eingeblendet wird als Vokabular, was zu lernen ist. Wichtig ist natürlich, dass man die Möglichkeit schafft, das auch anderen Menschen bereitzustellen. Das heißt, das zu publizieren. Bücher ist im Zeitalter des Multimedia nicht unbedingt immer der letzte Schrei. Vor allen Dingen dann, wenn bewegte Bilder und Sprache eingehen sollen. Der Schüler installiert sich da entweder eine lokale WordPress-Software oder, was in unserem Fall passiert war, man hat eine Webseite und gibt ihm dann die entsprechenden Berechtigungen, das, was er da erarbeitet, auch hochzuladen. Das Lernziel konnte in 2 bis 4 Stunden erreicht werden. Dann beherrschte er alle notwendigen Funktionen, um die Materialien zu publizieren. Sie können sich das ja auch anschauen. Da gibt es die Seite talking.bluepages.de und da kann man sich das dann anschauen. Der nächste Schritt war, die Vokabelliste zu erstellen. Das Video, circa 1/4 Stunde lang. Das hat natürlich viele Worte, von denen die meisten natürlich schon im Grundwortschatz, der beherrschte oder die jeder, der hierher kommt, beherrscht, enthalten sind. Wichtig sind die Worte, die eben nicht vorher schon bekannt waren. Und da braucht man natürlich, um das zu verwalten, eine übliche Office-Software.
Hier links, das ist Excel, aber in dem Fall hatte er eine chinesische Variante von der Tabellenkalkulation und da konnte man natürlich die Vokabeln genauso gut mit erfassen und hinterher weiterverarbeiten. Das Lernziel bei diesem Schritt ist, dass nach 2 bis 4 Stunden die notwendigen Tools zur Darstellung der Vokabeln beherrscht werden und natürlich auch entsprechende Vokabeltests dann auch bereitgestellt werden können. In JavaScript, aber solche technischen Details, die kann man dann hinterher bei Bedarf noch erörtern. Der Lückentexteditor spielt eine ganz große Rolle, weil mit Lückentexten kann man abprüfen, ob die Grammatik beherrscht wird und auch das Textverständnis. Da gibt es in Bayern eine Seite, quizdidaktik.de heißt die. Und da braucht der Schüler natürlich Zugang. Das heißt, er braucht Zugang zum Internet und die Möglichkeit, diese Tools, die da in Bayern angeboten werden, zu nutzen. Das Lernziel besteht in diesem Schritt, dass man nach 1 bis 2 Stunden alle notwendigen Tools beherrscht, um Lückentexte zu erstellen und eben auch auf der Webseite einzubauen. Jetzt kommen noch optionale Teile. Ich habe ja eben von einer WordPress-Plattform gesprochen. Viele Schulen und Universitäten, da gibt es die Möglichkeit, die Lernplattform Moodle bereitzustellen für zielgruppengenaue Bereitstellung von Material. Und das kann man natürlich hier auch leicht vermitteln. Der Schüler kann das auch wieder lokal installieren oder es gibt jetzt diese Version in der Cloud, bei Moodle Cloud, die kostet auch nichts, wenn man maximal 50 Schüler hat und nicht allzu viele Gigabyte braucht für das Material, was man da hochlädt. Das Lernziel ist nach 4 bis 8 Stunden zu erreichen. Dabei lernt man die notwendigen Funktionen zum Import des Videos und der sonstigen Materialien, die man sich erarbeitet hat. Man kann in dieser Zeit auch lernen, wie man die verschiedenen Quizfragen und Lückentexte produziert, weil das ist natürlich sehr wichtig im Zusammenhang mit Moodle, weil da kann man letztendlich auch schon Klausuren anbieten, um hinterher eben Benotungen durchzuführen. Eine weitere Option, die ich hier andeute, die kenne ich aus meiner täglichen oder regelmäßigen Praxis, nicht täglich, aber mehrfach im Jahr bin ich da tätig als Teletutor und da bin ich gewohnt, zwischen 15 und 25 Leute innerhalb Deutschlands an verschiedenen Standorten zu unterrichten. Präsenztraining ist das. Im Prinzip findet die Präsenz über den Bildschirm statt. Das heißt, ich sehe da die Klasse. Ich kann auch auf deren Bildschirme schauen und direkt mit ihnen mich in Gruppenräume zurückziehen. Aber die Effizienz ist natürlich nicht ganz hoch, als wenn ich mit denen im Klassenraum bin. Ich habe mal überschlagen, etwa 80% der Performance, die ich sonst im Präsenzunterricht erreiche, die erreiche ich hier. Aber man spart natürlich enorme Reisekosten und man kann das also auch machen, ohne dass man da lange Vorbereitung benötigt. Das Projektziel will ich hier nochmal zusammenfassen. Aus dem, was ich da eben vorgetragen habe, da kann man eine Win-Win-Situation ableiten. Ich habe das hier sogar dreifach genannt, weil was für Vorteile man da als Beteiligter hat, das will ich also jetzt noch herausarbeiten. Die finanziellen Gewinner sind natürlich die Eltern von Studenten, die ein Studium zu finanzieren haben, weil die Prüfungsvorbereitung auf diese Sprachprüfung, die kann weitgehend im Heimatland stattfinden. Und da sind natürlich die Aufenthaltskosten viel niedriger und man kann eventuell sogar noch bei den Eltern wohnen. Für die Eltern entfällt ein großer Teil der Finanzierung von Aufenthalten, die notwendig ist, um diese Sprachkompetenz zu erreichen. Und damit ist natürlich dann auch sichergestellt, dass die Studenten bei ihrer Ankunft in Deutschland besser vorbereitet sind. Wenn man die Aufenthaltskosten berücksichtigt, ich habe die 1.000 Euro pro Monat genannt, so als Größenordnung, das ist in München oder Hamburg wahrscheinlich noch mehr, kann aber auch in einigen ostdeutschen Studienorten noch darunter liegen. 1.000 Euro pro Monat, das ist die zu erwartende Kostenersparnis.
Der zweite Gewinner sind natürlich die Studenten, die bei solchen Projekten eine enorme Medienkompetenz erwerben. Die Motivation ist durch die Partizipation an der Produktion gegeben. Und diese Medienkompetenz, die ist heutzutage in vielen Fächern notwendig. Sie wird auch für den zukünftigen Beruf immer wichtiger. Weil diese Projekte eben davon leben, dass das meiste selbst gemacht wird, die Eigenverantwortlichkeit reicht dabei von der Drehbuchherstellung über die Ablaufplanung bis zum Test der Webseite. Da ist natürlich die Behaltensleistung besonders groß, weil das hat schon der Chinese Konfuzius gesagt. Diese Weisheit von Konfuzius, die über 2.500 Jahre alt ist, die bedeutet so in etwa das, was man erzählt bekommt. Da erinnert man sich vielleicht, was man erzählt und gezeigt bekommt, das bleibt etwas mehr haften. Aber das, was man selbst macht, da bleibt am meisten von hängen. Und das ist natürlich auch hier so, wenn man die Studenten eben teilhaben lässt an der Produktion oder sie vielleicht sogar weitestgehend selbstverantwortlich sind und man nur überwacht, ob das dann auch alles Hand und Fuß hat. Der dritte Gewinner, da komme ich jetzt vielleicht zu meinen eigenen Interessen, das ist der Anbieter des Know-hows. Es ist nicht ganz ohne Aufwand gewesen, sich so weit vorzubereiten. Und das, wo ich hier die Ertragschancen sehe, das sind Aufträge zur Produktion von solchen Materialien. Ich sehe aber auch Möglichkeiten, Seminaraufträge zu bekommen zum Thema Medienkompetenz und Mediendidaktik, weil in diesem Umfang ist das doch selten angeboten oder eigentlich noch nie. Ich habe jedenfalls bisher im Internet noch nichts in dieser Vollständigkeit gesehen. Des Weiteren denke ich, dass vielleicht Sponsoren Interesse haben könnten, das Ganze zu fördern. Sie werden natürlich am Anfang und am Ende im Abspann genannt. Und das ist natürlich vielleicht vergleichbar mit der Sportförderung. Nur hier geht es nicht um schnelles Rennen oder um Tore schießen, sondern um die Förderung von Open Educational Resources, die natürlich von den Studenten mit diesem Know-how in großer Zahl produziert werden könnten. Zum Schluss noch die Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ich spreche hier für das Unternehmen Blue Pages GmbH. Ich bin der Geschäftsführer. Der Standort ist in Kassel. Sie können sich auf der Webseite bluepages.de informieren. Und wenn Sie mit mir Kontakt aufnehmen wollen, dann senden Sie eine Mail an info@bluepages.de. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.